Hallo, hier ist Klaus von technophil.de. Ich möchte euch heute ein neues Tablet von Asus vorstellen, nämlich das Asus Transformer Pad TF300T. Hier ist das schicke Gerät noch in der Box verpackt. Interessanterweise nur mit diesem eher generischen Namen, der ja für mehrere Modelle mittlerweile zutrifft, auch für das Prime und für das kommende Infinity ebenso. Hier hinten steht dann ziemlich klein auf diesem Aufkleber, dass es das TF300T ist. Das ist dem Prime sehr ähnlich. Asus hat, wie ich finde, recht geschickt den Rotstift angesetzt, um ein etwas günstigeres Tablet daraus zu machen. Ich möchte das zusammen mit euch jetzt auspacken. Gerade angekommen die Kiste von der Firma getgoods.de. Vielen Dank auch für das Testgerät. Machen wir es mal auf. Die Verpackung entspricht ziemlich genau der des Transformer Prime. Wir haben hier oben das Tablet selber drin liegen. Und meine erste Neugierde gilt dem Gewicht und auch wie dem Feel des Tablets an sich, weil es ist, wie gesagt, dem Prime sehr, sehr ähnlich. Größter Unterschied ist, dass es ein Kunststoffgehäuse hat. Aber machen wir mal einfach die Folie ab. Ja. Wie wir hier sehen können, haben wir das blaue Modell. Also es nennt sich blau, es ist so ein fast schwarz, schimmert so ein bisschen bläulich. Fühlt sich von hinten, ist ähnlich gemacht, aufgemacht wie das Prime auch, allerdings natürlich Kunststoff, aber auch so eine etwas geriffelte Prägung drin. Wobei das hier wirklich eine Prägung ist, bei dem Prime fühlt man das ja nicht. Zweiten Unterschied, Kunststoffgehäuse, dann sehen wir noch, dass die Kamera keinen Blitz hat. Was man wohl nicht sehen wird, hoffentlich nie sehen wird bei so einem Gerät, ist, dass es kein Gorilla-Glas hat. Das sind schon so die Hauptunterschiede, die beiden Geräte haben. Ansonsten Prozessorleistung bis auf einen Tick weniger Taktfrequenz ist identisch. Ja, ich muss sagen, erster Eindruck, das fühlt sich richtig gut an. Das liegt von der Form her tendenziell sogar ein bisschen besser in der Hand als das Prime, weil es etwas stärker gerundete Kanten hat. Es ist hier ein bisschen dicker als das Prime. So einen guten Millimeter, glaube ich, hat es mehr. Das Kunststoffgehäuse fühlt sich trotzdem ordentlich an. Man kann, wenn man draufklopft, merkt man, wie es ein bisschen vibriert. Ist natürlich nicht so edel wie das schöne Alugehäuse vom Prime, aber das fühlt sich durchaus wertig an, finde ich. Gucken wir mal weiter. Legen wir das kurz beiseite. Die Docking Station. Das ist jetzt hier das 32 GB Modell mit Tastatur-Dock. Hier kann man das dann öffnen. Verpackung möglichst wenig kaputt machen, weil ich das ja noch wieder zurückgeben werde. Das werde ich nicht behalten, das Gerät. So, hier ist die Tastatur. Fühlt sich auf den ersten Blick, auf das erste Anfassen eigentlich auch wie beim Prime an. Ein bisschen weicher, ein bisschen weniger Geräusche. Und hier unten diesen ja schon fast kitschig wirkenden chromglänzenden Mausbutton. Ansonsten durchaus das Gleiche. Die Mechanik hier sieht auch sehr ähnlich aus. Und ich fühle gerade, dieser Teil hier hinten, der das Display festhält, der ist tatsächlich aus Metall. Der fühlt sich zumindest metallisch kühl an. Ja, ansonsten keine Unterschiede festzustellen. Ich denke, den Rest des Unboxing-Standards, den sparen wir uns. Papierkram, Putztuch, Ladenetzteil, Ladekabel und Netzteil. Das ist genau das Gleiche wie beim Prime und immer wieder die gleiche Geschichte. Ja, soweit vom ersten Eindruck. Ich werde jetzt von diesem Gerät in den nächsten Tagen einen ausführlichen Test machen. Insbesondere möchte ich es ausführlich mit dem Prime vergleichen. Zip, so ist es jetzt in der zusammengebauten Version. Rastet eigentlich genauso satt, auch wie man das vom Prime her kennt. Wirklich eine tolle Verarbeitung, was das angeht. Ein. Ja. Und gut, ich werde einen ausführlichen Vergleichstest machen. Wie stark sind die Unterschiede vom TF300T wirklich gegenüber dem TF201, also dem Prime, feststellbar? Oder ist es wirklich die geniale Preisreduktion, wie ich sie bisher so von den technischen Daten her sehe? Und ja, ich denke mal, spätestens in der Woche werdet ihr dann ein deutlich ausführliches Video von mir dazu sehen. Klaus von technophil.de. Ja, ihr könnt gerne meinen Channel bookmarken oder guckt auch auf der Seite vorbei. Da habe ich auch mal ganz viel Informationen zum Prime und den Asus Tablets.
Ich hoffe, von euch zu hören.